Der Clash hat einen neuen Glitch, nenn nur mal so, die kann durch ihr Schild schießen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Peacekeeper und diesen Clip habe ich von einem Zuschauer auf Instagram zugeschickt bekommen. Und wie du sehen kannst, gibt es wieder einen Clash-Glitch. Ich weiß nicht, seit wann es diesen Clash-Glitch gibt, aber ich würde schon sagen, ja, schon seit, ja, sagen wir mal 4 bis 5 Tagen. Ich habe das jetzt nicht nur von ihm bekommen, sondern auch von anderen Zuschauern. Also kann man davon ausgehen, dass dieser Glitch in den nächsten Tagen dann wirklich populär wird. Und deswegen haue ich jetzt mal dieses Video raus. Ich würde euch einfach vorschlagen, in der Vorbereitungsphase Pick und Bann sicherheitshalber einfach mal Clash zu bannen, denn ja, sonst ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du einfach durch diesen Glitch geholt wirst. Ich habe keine Ahnung, wie die Personen diesen Glitch machen, ob irgendwelche anderen YouTuber Anleitungen dazu hochgeladen haben. Höchstwahrscheinlich ist es aber so der Fall. Aber das Gute an Pick und Bann ist ja, dass wir endlich die Möglichkeit haben, Clash zu bannen. Und so können wir eigentlich ganz entspannt weiterzocken, ohne sich unnötig aufregen zu müssen, meine Freunde. Aber was ich auch nicht verstehe, ist, dass Ubisoft wirklich Clash für mehrere Wochen, Monate aus dem Spiel genommen hat, sodass man diesen Glitch nicht machen kann. Und nach ein paar Wochen, Monaten hat man einfach mal das gleiche Glitch nochmal, meine Freunde. Das ist einfach mal richtig ätzend fürs Spielen, für die ganze Community im Allgemeinen. Aber von mir habt ihr jetzt die offizielle Warnung. Clash Glitch ist gerade im Umlauf. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Leute diesen Glitch benutzen. Bannt einfach Clash in der Vorbereitungsphase. Seid ihr einfach auf der sicheren Seite. Und danke gehen raus an die Zuschauer, die mir diese Infos zugeschickt haben. Ich habe es persönlich noch nicht erlebt, aber das wird dann wahrscheinlich die nächsten Tage dann kommen. Das war's von mir, meine Freunde. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.